Herr Nilles, herzlichen Glückwunsch zum CIO des Jahres. In der Laudatio würden Sie unter anderem auch Pionier von Industrie 4.0 genannt. Was glauben Sie, was zeichnet so einen Pionier aus? Was läuft bei Ihnen ganz besonders gut? Ja, ich glaube, was bei uns bei Schindler besonders gut läuft und wo wir nach vorne brechen, sozusagen an die Speerspitze der Industrie, das ist dann insbesondere, wir stellen den Kunden in den Fokus, also radikale Orientierung zum Kunden hin. Wir nennen das eine Superior Customer and Passenger Experience zu erzielen. Das Zweite, was Sie dafür brauchen, das war bei uns ein ganz wichtiger Punkt, war die Connectivity, unsere Produkte smart zu machen und zu connecten. Das heißt, unsere Aufzüge und unsere Fahrtreppen sind über das Internet der Dinge eingebunden. Dann haben wir den dritten Aspekt, den dritten Eckpfeiler, der sehr wichtig ist. Das wäre das Thema People, wo Sie einfach Ihre Mitarbeiter integrieren in diese digitale Wertschöpfungsprozesse und last but not least Prozesse. Da reden wir insbesondere über intelligente Algorithmen, die dann auch nötig sind, um eine ganzheitliche digitale Wertschöpfung zu ermöglichen. Aber wenn Sie sagen, Sie setzen den Kunden so stark in den Vordergrund, was heißt das für die IT? Was für Konsequenzen hat das dann für Sie und für Ihre Mitarbeiter? Ja, das ist natürlich insbesondere, dass Sie das Unternehmen transformieren müssen, dahingehend ausrichten. In der Vergangenheit stand natürlich immer das Produkt und die Technologie im Vordergrund. Jetzt geht es darum, dass man wirklich die Kundenbedürfnisse ideal abdeckt. Das heißt, Sie müssen Entwicklungsprozesse ändern. Sie müssen sehr stark zum Kunden hin entwickeln, mit dem Kunden zusammen agil entwickeln. Das sind eigentlich große Herausforderungen, die man da zu meistern hat. Apropos Herausforderungen, was waren aus Ihrer Sicht in diesem Fall die großen Herausforderungen für dieses Projekt, für das Sie jetzt gewonnen haben? Ich denke, zwei Themen. Das eine ist, wir nennen das bei Schindler Unity of Effort. Das heißt, es geht darum, dass man Silos im Unternehmen aufbricht, zusammen an Digitalisierungsprojekten arbeitet und siloübergreifend. Das wären bei uns natürlich klassische IT-Bereiche, aber auch Research and Development, Service-Bereiche, Leute aus dem Feld, um so ganzheitlich die ideale Lösung für den Kunden zu schaffen. Der zweite Aspekt, der bei uns eine große Herausforderung war, oder ich glaube bei allen Unternehmen, die Digitalisierung vorantreiben und Innovation, die einen disruptiven Charakter hat, dass man eine Einheit schaffen muss, die das außerhalb der normalen Strukturen macht. Das heißt, Inkubation als separate geschützte Einheit. Wir haben das im Jahr 2012-13 gemacht, indem wir die Schindler Digital Business gegründet haben, wo wir Expertise im Unternehmen gebündelt haben, teilweise talentierte Leute von außen dazu genommen haben, die dann eben das Thema vorantreiben könnte, sozusagen disruptive Innovation, zusammenfassend gesagt, als geschützten Inkubator aufzusetzen, damit man hier auch wirklich nach vorne schreiten kann. Sie hatten das kurz erwähnt, junge Mitarbeiter. Was für Mitarbeiter brauchen Sie für diese neue digitale Welt? Was sind so die Skills, mit denen man dann erfolgreich in diesem Umfeld arbeitet? Also Sie brauchen natürlich in diesen neuen digitalen Einheiten unserer Digital Unit, brauchen Sie natürlich auch diese Menschen, die von außen kommen und diese disruptiven Technologien, Vorgehensweisen, agile Methoden kennen. Aber genauso müssen Sie auch die bestehende Mannschaft mitnehmen, die natürlich die aktuellen Prozesse kennt, die bestehenden Landschaften kennen. Und wenn es dann wirklich darum geht, wie in unserem Beispiel, nehmen wir mal unsere 20.000 Servicetechniker, die im Feld arbeiten und diese neuen digitalen Tools anwenden sollen oder unsere Kunden, dann ist es ganz wichtig, dass sie wirklich benutzerfreundliche, wie so schön User Experience Lösungen schaffen, die einfach zu benutzen sind und deren Probleme lösen. Das ist in unserem Beispiel nämlich bei unseren Servicetechniker sehr gut gelungen, besser gelungen als wir dachten. Da sind natürlich die technologischen Innovationen, in dem Fall war es das iPhone mit dieser wirklich herausragenden User Experience, die dabei natürlich entsprechend helfen, um das dann schneller umzusetzen, die Leute mitzunehmen in das digitale Zeitalter. Vielen Dank.